So, hallo und herzlich willkommen in Timos Garage. Heute tun wir Pflastersteine an einem Hütchen verlegen. Oder besser gesagt zwei Gehwegplatten. Das ist eine Katastrophe mit dem Holz da. Das ist ja Pfusch am Bau. Jetzt machen wir die zwei Platten. Jetzt müssen wir hier anpassen, hier rein. Dass es passt. Erstmal die Höhe. 4 cm Platten. 5 haben die. So, als allererstes müssen wir da mal das aushebeln. Hallo. Hallo Timo. Okay, schön. So, haben wir das geschnitten. Flexe. Jetzt wird hier ein bisschen Split reingemacht. Willst du das höher haben oder wie? Willst du das haben? Ja, das wäre schon gut, wenn es ein bisschen höher wäre. Höher? Ja. Also wenn es ja über die Kante drüber geht. Was so ein bisschen höher, ja. Machen wir es alles per Auge ohne Wasserwaage, weil wir einfach. Ja, das ist auch schön, was wir da gefällig. Das geht ja auch nicht. Nee, ein Anfänger schafft es nicht ohne Wasserwaage. Dann wird es wackelig. Aber weil ich das schon tausendmal gemacht habe, brauche ich kein Wasserwaage. Das will ich damit sagen. Jetzt setzen wir die erste da links. Manchmal sind es auch andere Anlagen.
So, so wie der das gewollt hat. Nicht bündig. Perfekt. Das ist nur 2 mm höher wäre, so wie hier. Da würde ich so Stecker bleiben. So, erste passt. Zweite. Jetzt muss man hier die Dinger ermitteln. Die 35, dann hier die 60 rüber. Ich muss jetzt noch 2 cm sogar wegmachen von der Grasnarbe. Auf 31 so ein Abbruch. Jetzt muss man aufpassen, das ist die Oberseite, das soll vorne sein. Da waren es die 35 hier vorne. Da waren es die 31. Da geht man daher, verbindet man das. Zack, hat einen Strich jetzt, einfach ohne Stift, ohne nichts. Nur Zentimeter habe ich gesagt, hallo, nicht 50 Zentimeter, ein Zentimeter oder zwei, Moment, mache ich schon. So, das sägen wir jetzt, weil man mit der Flexe ja eh nicht bis runter schneiden kann, kann man das jetzt so schneiden, wenn nicht, geht man auf die Wiese. So, jetzt, vergessen zu filmen. Gerade beim Klopfen habe ich gemerkt, dass ich ja gar nicht filme. So, also hier vorne ist wieder bündig. Hier hinten ist wieder exakt hoch wie das. Das ist noch, ich denke mal, 2 mm höher, meins. Will noch hier ein bisschen klopfen. So, jetzt ist es gut, jetzt kann man das kontrollieren mit der Kelle da, der Traufe. Dass man da nicht hängen bleibt. Da ist noch ein bisschen ein Millimeter hier. Hier ist gut. Und da noch ein bisschen klopfen. Jetzt ist gut. So, lassen wir es. So, und jetzt verfault es nicht, wenn jetzt es stark regnet. Da war immer Wiese. Wenn man da rein und raus fährt mit seinen Fahrzeugen, dann war da immer Matschepampe. So, das längste hat gedauert, das Säge. Mit so einer 20 Euro Akkuflex, weil ich hier keinen Strom habe. Genau, hat man halt die billige Säge genommen. So, tun wir dann nur noch die Bollen da weg. Und das seitlich, dann stopft man wieder das Gras hier rein. Da macht man gar nicht viel rum.
schon langsam. Das dreht sich ein bisschen im Gefühl fest. So. Hier die Füße drauf. Die andere Seite noch. Und das ist es auch Pi mal Auge. Ich habe das nicht einmal nachgemessen. Ich habe es einmal so grob mit dem Auge, dass es links und rechts die gleiche Überlappung hat. Ungefähr 12 cm schätze ich. Jetzt messen wir das mal nach, ob das passt. Ob mein Auge kaputt ist. Scheiße, das sind 12,5. Haben wir um 5 mm verschätzt. Und das hier hat, das hat genau 12. Seht ihr das? Das hat genau 12 und das hat 12,5 auf der Seite. Ja, um 5 mm war ich halt. Ist ungenau. Ohne Meterstab. Also ich habe das echt per Auge. Und das habe ich schon gemessen. Das habt ihr ja gesehen. Weil das so schräg ist. Seht ihr das? Wie so ein Keil. Das ist nicht so leicht. Die Platten. Ganz hinten hat es genau 40, so wie eine Gehwegplatte hat. 40 mal 60. Und dann hat es 35 mal 31, hat es hier. Genau. So. Und jetzt kommt er besser rein und raus mit seinem Fahrzeug. Es ist auch hinten höher. Um einiges, bestimmt einen Zentimeter höher, wie die Brettle da. Und jetzt muss da nur noch Strom rein. Da holen wir dann, bohren wir da ein Loch seitlich rein. Dann hat er da noch Strom in die Hütte. Das war's für heute. Ade, war schön, euer T-Bone.